Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Geocraft, zu der Fortsetzung auf dem Wargear-Netzwerkserver. Was ist das jetzt für ein Server, auf dem wir drauf sind? Das ist der teaminterne Team-Server. Ne? Ja. Okay. Korrekt. Und wir werden uns heute, nachdem wir im letzten Part uns die Historie der Wargears angeguckt haben, heute mal die Technik dahinter angucken und vor allem die Kanone angucken. Und im letzten Part meinte, ich glaube, Meini war es. Oder wer von euch sagt das nochmal, dass diese Stichkanone, die wir gesehen haben, nur ein kleiner Witz ist im Vergleich zu... Das war ich gewesen. Das warst du, okay. Das war Urso. Ich muss eure Stimme nochmal lernen, auseinanderzuhalten. Also, by the way, die drei sind auch wieder dabei. Jojo ist dabei, meine ist dabei und Urso ist dabei. Und wir hatten uns mal eine Einsendung, eine Stichkanone angesehen. Ich war komplett geflasht davon und er meint so, das wäre nix. Ja, genau, das war von meinem Video von den Wargear 47. Guido A ist das, was du vorgestellt hast. Ja. Und da habe ich halt, wie gesagt, nur die Kanonen reingebaut, die ja auch für die Öffentlichkeit gedacht sind. Das war halt nicht so privat, die Leute können ja trotzdem die Kanone rausnehmen, angucken und so weiter. Deswegen haben wir uns dabei den Schaden auch wirklich zurückgehalten. Deswegen ist es auch nicht das 9 plus Ultra, es geht halt viel weiter. Es geht wirklich krass. Zurückgehalten! Okay. Ja, also das, was wir hier zeigen, sind jetzt auch nur so öffentlich verfügbare Kanonen. Mhm. Private-Kanonen sind noch deutlich besser. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen öffentlich verfügbar und private? Was ist da der Hauptunterschied? Ja, also... Halt die öffentlichen kannst du einfach so ziehen, halt auf dem Server oder halt aus irgendwelchen Videos. Die Private-Kanonen, da kommt man halt nicht dran, die muss man halt natürlich selber bauen. Sind halt eigene private Technik. Verstehe. Da gibt es zum Beispiel Kanonen, die stechen in der Front und da kann man halt dann auswählen die Breite oder die Höhe. Gibt Kanonen, oder die Tiefe. Stechen ins Dach. Ja, also man kann eigentlich basically alles auswählen, man kann basically an allen Stellen treffen. Halt auch von oben oder von der Seite. Mhm. Aber, oder ja, ganz, dann, ganz schlimm von hinten. Es gibt bescheuerte Sachen, ja. Es gibt auch Kanonen, die schießen seitlich aus dem Wargear raus, fliegen nach vorne und treffen den Gegner auch seitlich und machen seitlich einen Stich rein zum Beispiel. Ja, und reißen dann halt eine ganze Ebene in der Breite weg. Ich bin komplett gerade geflasht über, also wenn ich das richtig sehe bei dieser Technik, ist das, dass wir hier quasi Pisten haben, die schieben den TNT zusammen und komprimieren den TNT an einem Punkt, oder? Ja, das ist eine Mega-Kanone. Also, ich glaube, mit der fangen wir am besten nicht an. Okay, also das ist so, das ist basically, das Ding verbaut man nicht wirklich, das war eher so ein Witz, die Kanone. Ja, das Teil fetzt sich komplett wieder ein. Okay, aber ich will die auf jeden Fall nachher mal sehen. Also, ja, klar. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine offizielle Arena. Ich glaube, hier kann man gegeneinander kämpfen. Vergesst nicht, Leute, wenn ihr euch Sitzplätze für die Arena bucht, da vorne und da vorne würde ich nicht sitzen wollen. Gut. Also, die Arena hier 1:1 ist jetzt nicht verfügbar, aber es gibt ähnliche. Ja. Ich kann es mir vorstellen ungefähr, aber ist schon sehr offiziell. Cool. Ja. Okay, wir dann los. Wir fangen dann direkt hier unten an. Das ist eine der einfachsten Kanonen, eine Höhenstreu. Ich denke mal, die kriegt jeder ohne Probleme auch selbst gebaut. Es streut halt einfach in die Höhe. Wenn ich beladen könnte. Also, man muss aber auch immer wissen, wie man so eine Kanone richtig belädt, ne? Ja. Das ist eins der Hauptsachen, die man wissen sollte, damit man sie ordentlich bedient. Genau. Ja. Und eine Höhenstreu lässt sich, glaube ich, vermuten, was die macht. Die schwimmt in die Höhe. Man hat es gerade richtig gut gesehen. Warum, also dass hier so Schotten davor sind, hat das einen optischen Grund oder? Damit man, also in Fights hat man normalerweise einen Bogen mit Flamme noch. Und da kann der Gegner einem halt theoretisch noch das TNT anzünden. Und dazu ist halt auch angenehmer zu beladen, wenn man dann hier gegen beladen kann einfach. Okay. Ja, cool. Aber ist schon ein guter Schaden, aber ich denke mal, das war jetzt noch nett. Ja. Wir gehen, glaube ich, am besten direkt nach oben. Knopf oder? Nee, ich würde dafür die Kanone drüber nehmen. Nee, wir haben ja hier noch die 24er. Stimmt, dann gehen wir erst zu Lopf. Experten, also, Leute. Das hier ist ungefähr das gleiche wie die Riesenkanone unten, nur halt deutlich runtergeregelt. Es ist halt, also so verbaut man das Ding eher. Aber hier ist es auch so eine Technik, dass die Kolben das Ganze dann quasi zusammenstauchen, das müsste man jetzt, glaube ich, sehen, ne? Ja. Ja. Es wurde alles hier vorne dran gezündet, dann hat man hier eine schöne Zündung und dann streut das da so ein bisschen. Nice. Also wenn man da mehr Delay, also Verzögerung zwischen Treibs und Projektile drauf gibt, dann kommt das auch noch tiefer rein und ja, man kann sich damit dann natürlich schön hin und her schwenken und damit den Gegner auch gut aushöhlen. Man sollte das Ding nur halt normalerweise weiter unten platzieren. Okay. Liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Kanone von denen, die wir heute zeigen, ihr am krassesten findet oder am coolsten findet und vor allem auch warum. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Weiter? Dann wollen wir dann einfach jetzt nach unten gehen, bevor wir irgendwie den Lupfbereich verlassen? Ja,
Jetzt machen wir noch die letzte Lupf, danach gehen wir zu Arti und dann geht's zu den stechenden Kanonen. Okay, ihr müsst, ich weiß, ihr redet Deutsch, aber ihr müsst es einfach denen erklären, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Lupf, Stechen, ja, etc. Stimmt. Ne? Also, Stichkanonen nennt sich Stichkanonen, weil sie reinstechen. Okay. Höhenstreus, na gut, sie machen über die ganze Höhe ein Streu. Verstanden? Lupfkanonen sitzen meistens an irgendeiner Stelle und haben einen parabelförmigen Schusswinkel. Also schießen halt ein wenig hoch und genau, dann meistens halt doch. Okay. Meistens relativ wenige Treibs, damit auch nicht so schnell, was das Schießen angeht. Und ja. Ja, graben okay, sich dann halt so rein und können sich dann da ein bisschen aushöhlen. Achtung, das sind 312 Projektile da drin. Ah. Okay, los geht's. Also das hier ist akute Langeweile von Jojo gewesen. Wir haben nachher noch mehr TNTs, die gleichzeitig zünden. Ja. Ist jetzt gerade hier was kaputt gegangen? Nö. Hä, das sah gerade so aus, als ob hier was fehlte. Nee, das ist. Warum ist die eine Seite nicht angegangen? Nee, ich hab neu beladen schon. Achso, es sah gerade für eine Sekunde aus, als ob der TNT hier stehen bleibt, aber war wahrscheinlich ein Grafikbug. Oh mein Gott, das ist. Ja, Minecraft ist nicht so gut darin, große Mengen TNT grafisch korrekt darzustellen. Verstehe. Aber ich merke gerade, Ja? Ja. Die Challenge an dieser Kanone war, also ich hab die gebaut, dass ich einfach so viel Projektile als Lupfkanone haben wollte, wie irgend möglich nach so einem ganz basic Prinzip und mit einem 6-fach-Pistex-Sender. Aber man merkt jetzt, wenn man gegen Wargear dort schießt, das ja auch aus Endstone betrifft, dann kann man mit dem vielleicht so ein bisschen die Fassade, ne, vorne die Schütze weghauen, aber viel Schaden machen die ja nicht effektiv, oder? Also da kommt wieder Taktik ins Spiel. Da kann man zum Beispiel eine Stichkanone drüber platzieren, mit der einmal schießen. Und die meisten Kanonen sitzen ja natürlich hinten und da kann man da sich so reingraben. Das heißt, quasi mit der Kanone mache ich die Vorarbeit, sorge erstmal dafür, dass die Fratze meines Gegners ruiniert wird und dann. Nein, mit der Stich schießt er rein. Der Stich macht die Vorarbeit. Ach so, ich dachte damit spült ihr erstmal quasi die Frontschütze weg. Ach so, und die Kanone kommt dann später zum Einsatz. Ja, und hüllt dann hinten alles aus. Ach, jetzt verstehe ich gerade. Stimmt, die schießt ja in einem Ball quasi und der Ball erst, wenn er auftrifft, zerstreut, ne? Ja. Aber ganz mal wie so ein Sprengkopf quasi. Ein Sprengkopf macht ja keinen Stichschaden. Der Stich muss ja vorne, also erst eine Stichkanone muss erst reinstichen. Und dann kannst du quasi sowas reinjagen hinterher oder kannst auch quasi eine Stichkanone so bauen, dass sie halt auch einen Sprengkopf hat. Warte, könnt ihr die nochmal abfeuern? Ja, klaro. Ich mache jetzt mal quasi hier ein Luftloch rein. So einfach mal. Oh. Ja. Wenn jetzt quasi ihr schießt. Luft da rein. Oder einfach mal so zum Spaß. Das heißt, jetzt würde quasi der Schuss hier reingehen und würde sich dann komplett hier drin ausbreiten. Ja. Ja, so der Plan. Also, wenn sie weit genug kommt. Ja, guck mal. Die hat ein bisschen wenig Delay halt einfach, weil sie braucht sehr lang zum Zünden. Oh ja, aber man sieht das richtig, ne? Aber klar. Aber seht ihr genau, das heißt, ihr würdet quasi der Stichkanone reinstechen und das ist dann... Okay, krass. Ja. Oder so. Schade. Typisch für die Kanone, wir machen Upsteps. Ja. Ja, das Schwierige auch an Kanonen Upsteps ist natürlich... Upsteps, weil halt Sprengkopf sich so straight nach oben. Das Schwierige an Kanonen sind auch nicht nur die Kanone zu bauen, dass die auch wirklich viel TNT, vier Projektile nach vorne ballert, sondern die auch wirklich einzustellen. Dieses Justieren, dieses Feinjustieren, das ist so anstrengend, das ist wirklich schwierig, weil es kann auch passieren, dass die Kanone wirklich richtig viel Projektile hat, aber zu viel Treibladung. Dann kann durch die Minecraft-Physik sozusagen dieser Schaden auch verhindert werden. Mhm. Also wenn man dann in der Kanone ein bisschen was verstellt, kann es sein, dass die keine 60 Blöcke Schaden macht, sondern vielleicht nur 10 Null. Oder vielleicht auch 100, keine Ahnung. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Ja, und dann muss man auch noch überlegen, wie genau der TNT gezündet wird. Ich finde das ja hier ultra faszinierend, dass man ja hier die Kolben hat, die das Ganze zusammenstauchen, damit der TNT an einer Stelle ist. Es gibt ja Möglichkeit, das auch mit Wasser so machen, dann bewegt sich TNT aber nur ein bisschen. Und überlegt mal, ihr habt ja nicht viel Zeit. Ich meine, wie lange braucht TNT nochmal, bis er explodiert? 4 Sekunden. 4. Das heißt, innerhalb von 4 Sekunden müssen die ganzen Kolben aus... 40 Ticks, also 4 Sekunden. Ja, ausgefahren sein. 40 Ticks? Nein. 80 Game Ticks. 40 Redstone Ticks. Okay, achso, ja. Also es muss ziemlich schnell gehen und das ist schon beeindruckend. Also Respekt. Aber ich denke, ihr lacht euch immer noch ins Fäustchen, weil ihr denkt euch wahrscheinlich, das ist nett. Okay. Jetzt kommt nochmal also, eine ganz... Nett war hier halt der Pistex-Sender. Ein 6-fach-Pistex-Sender, der sich ausfährt und wieder einzieht, ist halt schon... Ich gehe mich vergraben, okay. Ich so, ja. Jetzt haben wir hier oben mal eine Arti. Die schießt einfach aufs Dach mit möglichst viel Delay.
So, trifft. Ah, Delay bedeutet quasi, dass die Sprengung des Projektils erst viel später erfolgt. Ja, also okay. Delay ist halt die Verzögerung zwischen der Zündung von der Treibladung und dem Projektil. Was dann denn? Aber sieht auch beeindruckend aus. Deswegen hat man meistens in den Kanonen auch wirklich noch irgendwo so ein kleines Loch oder so eine kleine Öffnung, wo man wirklich diese Repeater verstellen kann. Das ist nicht, ja, wenn man den nicht verstecken konnte, sondern wirklich, damit man im Kampf selber nochmal sehen kann, ah, okay, ja, da brauche ich noch ein bisschen mehr Delay, ein bisschen mehr Bums. Da kann man wirklich im Kampf selber die Kanone nochmal verstellen. Das ist ganz wichtig, damit man flexibel bleibt. Guck mal, wenn ich hier zum Beispiel einen Repeater leer mache und auf der anderen Seite ihn voll lasse, dann wird man gleich im Schaden sehen, so, ups, dass der gleich rübersprengkopfen wird ein Stück, also ein bisschen schwenken. Ja, lol, tatsächlich. Der ist jetzt ein bisschen weiter nach links gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mit der Kanone auch so geht, meine ich, aber... Doch, mit der geht's ganz gut. Ja, also er ist nicht gerade geflogen, er ist ein Stückchen nach links geflogen, ne? Also, er fliegt nicht nach links, er wird halt einfach später noch im Testblock hin und her geschubst. Kannst du es auch so mal zeigen, einfach nur, damit man sieht, wie der Schwenk funktioniert? Oder hast du noch eine Schwenk hier vorbereitet? Nee, also Schwenknis haben wir nichts vorbereitet, also... Also ihr habt die Möglichkeit quasi auch zu kontrollieren, ob der TNT mehr nach rechts oder nach links fliegt. Bedeutet das Schwenki, also... Ja, Schwenks, genau. Ja. Also, klatscht ja ein bisschen rein. Verstanden. Aber das ist auch nochmal eine Physik für sich, Leute. Also, ja. Wir sprechen nicht ohne Grund von TNT-Physik tatsächlich. Ich war ja gerade mal glücklich, als ich hier dieses Ding gemacht habe, was ein TNT in die Luft schleudert und ein paar Pfeile verteilt. Aber das ist jetzt ja quasi, das ist ja noch nicht mal eine Mücke. Das ist ja gar nichts. Kann man ein paar Schweinchen töten, die da draußen nerven. Also, ja, noch nicht mal. Dann gehen wir jetzt mal runter. Jetzt kommt endlich mal was Stechendes. Okay. Zur Lupfstich. Das ist eine Kanone, die hat auch zwei Modifikationen. Das heißt, man kann auf jeden Fall bestimmen, was die Kanone jetzt machen soll. Soll die eher stechen oder eher das andere machen? Das ist schon ganz cool. Was heißt stechen, das andere? Erklär mal kurz. Also, das andere ist ein Lupfstich. Das ist halt effektiv eine Lupfe, schießt halt auch ein Stück nach oben. Und eine Lupfstich, die kann dann halt lupfen und stechen gleichzeitig. Also macht halt einen Stich oben dann. Okay. Das gleiche gibt es auch umgekehrt mit Höhenmodus. Also, Höhenmodi gibt es meistens 5 Stück so oder 4. Mehr braucht man halt einfach auf die Höhe von einem normalen Wargame nicht und dann... Mhm. Darf ich gleich mal drücken? Ja klar, du kannst abfeuern. Okay. Welchen Knopf soll ich drücken? Einen von den beiden da an der Wand. Den Kanone abfeuern Knopf. Hebel an der Wand. Den Hebel an der Wand, okay. 3, 2, 1, bam. Oha. Oh, da hatten wir wohl einen Fehler, Einwandfrei eingestellt. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, Mann. Da war ein Fehler, aber wie ich sehe, ist hier anscheinend irgendwas zwischendurch mal vorhin beim Testen hochgegangen. Ich hole mal ganz schnell eine neue Kanone. Alles gut, kein Problem. Wir waren auch, die Ärzte, die ganze Zeit... Ne, ist mein... Lässt man die Joecraft dran, ist alles wieder am Arsch. Ja, es ist quasi, bei mir reicht es nur, es reicht einfach aus, dass ich den Hebel umlege. Nein, aus. Aber man, ehrlich, also was jeden Typ, der ein Wargame baut oder TNT-Kanone baut, ich will nicht wissen, wie bei jedem Typen, wie viele Kanonen da schon in Luft gejagt sind. Also ich habe irgendwann aufgehört. Unendlich viele. Ja, Backup also machen, ne? Ich meine, ja, klar, ohne Ende. Also der Schematic Orner ist zugemüllt, der Weltenorner ist immer zugemüllt. Die Welt sieht aus, die Platinum-Dings, die sind immer voll gemüllt aus mit irgendwelchen Sand oder irgendwelchen TNT, was durch die Gegend geflogen ist. Ich glaube, das werden wir später noch genauer sehen können. Ja. So eine Welt, wo aktiv entwickelt wird. Ja. Dann paste ich hier mal ganz schnell neu. So, paste. Okay. So. Willst du durchpusten einmal noch, oder? Ja, die pusten definitiv durch. Was heißt durchpusten? Das wird also, den Backen halt einmal leer abfeuern, damit wir gucken, ob alles geht auch. Natürlich, stimmt. Okay, warte, wir können ja mal kurz hier... Könnt ihr vorne die Wand reparieren nochmal? Oder wer von euch hat da die Möglichkeit? Machst du das kurz, Otto? Ja, klar. Ich mache jetzt einfach komplett ins Stone. Ja, also ist halt der Lauf vorne, damit... Man braucht ein paar Blöcke Lauf leider mittlerweile, damit das gerade fliegt. Früher war das nicht so. Früher, also in 1.12, da war es ja ein bisschen anders. Da hat TNT in einer anderen Reihenfolge berechnet, dann war es einfach sehr einfach. Das heißt, der Lauf, der spielt tatsächlich eine Rolle? Ich dachte immer, dass... Ja. Ah, lol, okay. Ich dachte, dass also der Lauf einfach nur Deko ist. Wieder. Ja, achso. Also, wenn man auf einen Block komprimiert... Ja, diesmal brauchen wir kein Pech. So. Stich. Oh. Also das ist jetzt so eine ganz normale Wargame-Kanone. Ich glaube, du siehst hinten, da steht keine Kanone mehr definitiv, da wäre platt. Ja, aber WTF, guck mal, ein Schuss, so ein Loch und dann vor allem durch ein so hartes Material wie Endstone. Ja, und jetzt stell dir das von der Seite vor. Gibt's auch. In, durch. Das ist wirklich, das ist echt hartes Geschütz. Ich meine, wie viel TNT ist da drin? Das hat 40 Projektile und kommt, glaube ich, auch 40 tief.
Ja, ich meine, und, hallo, das Treibs hat noch 38. Ah, das ist deutlich weniger TNT zum Beispiel als die Streukanone hier in der Mitte, aber der Schaden ist ja Wahnsinn. Ja. Ist halt punktierter. Das ist halt der Unterschied, was man halt haben möchte. Entweder man möchte flächendeckenden Schaden oder man möchte halt sehr punktuellen Schaden. Ja. Und was auch noch gut zu erwähnen wäre, ist, es kommt ja immer drauf an, zum Beispiel, was möchte ich haben? Möchte ich eine Kanone haben, die sehr viel Schaden macht? Möchte ich aber auch eine Kanone haben, die man gut beladen kann? Weil zum Beispiel, die Kanone macht schon sehr gut Schaden und die geht relativ fix zu beladen. Die Kanonen, die du vorgestellt hast von meinen Wargis, die haben zwei Kammern und da braucht man schon wirklich, wirklich lange, die zu beladen. Und das kann man wirklich bis ins Endliche treiben. Man kann zum Beispiel, ich kenne Kanonen, die habe ich selber mitbeladen von einem guten Kumpel. Mhm. Da braucht man 3,5 Minuten für die Kanone. Die hat über 800 Projektile und kommt auch wirklich ungelogen über 600 Blöcke tief. Das ist einfach lächerlich. Warte, warum ist die jetzt plötzlich nach oben gegangen? Habt ihr gerade umgeschossen? Ich habe den Modus aktiviert und dann nochmal oben geschossen und dann fliegt der Stich nach oben. Also wir können mit einer Kanone kontrollieren, wo der Schuss hingeht. Junge, beeindruckend. Ja, das geht auch noch viel präziser in der Höhe und das geht auch in der Breite theoretisch. Haben wir halt nur nicht hingestellt, weil ja, wir wollen erstmal durch. Ja, cool. Cool. Vielleicht noch so eine Sache. Also die schlimmste Kanone, die ich im Moment kenne, ist eine Kanone mit 2552 Projektilen, die zu alleine 5 Minuten zum Beladen braucht. Aber kann das Spiel das überhaupt noch fehlerfrei handeln? Ja. Ab 1000 Blöcke wird es etwas schwierig mit dem Chunkladen, aber sonst. Ja. Wenn du dem Server genügend Zeit lässt, ist das alles möglich. Also ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nachher ein bisschen was sehen werden von den bösen Kanonen, aber. Gut, was habt ihr noch hier? Oder waren das jetzt schon die, ich glaube, die größten? Eine Kanone gibt es noch, die wollte ich, da habe ich meine unbedingt überredet, dass wir die einfügen. Ich muss die noch ganz kurz replacen. Also das ist eine automatische TNT-Kanone. Man darf gerade 420 TNT, ich weiß die Zahlen gerade auch nicht mehr auswendig. Also 600 TNT darf man auf jeden Fall auf Steam Warfare verbaut. Was auf PP war, habe ich gerade wirklich nicht mehr im Kopf. Sind es 440? Also auf Metal Planet. Ich weiß es nicht mehr genau. Und, nee, Quatsch, wurde auch hochgesetzt wieder. 560, sorry. Ach, das ist die Kanone hier. Das heißt, das ist quasi so eine Art Maschinengewehr, wenn man es so haben möchte. Das ist eine automatische Kanone. Ja. An sich. Warte mal kurz, meine ich, bevor du abfeuerst. An sich kannst du dir ja vorstellen, bei einer normalen automatischen Kanone wird ja TNT reingeschoben. Also, Dispenser verwenden wir nicht. Dispenser macht man einfach nicht. Ist böse. Warum? Ja. Weil es ist halt einfach viel zu einfach, gute Dispenser-Kanonen zu bauen. Kann man auch Worgis aus Obsidian bauen. Oder mit Common Blöcken. Achso, Dispenser sind zu OP, deshalb macht ihr das nicht. Ja, eben. Okay. Mhm. Also die Sache ist, bei einer normalen automatischen Kanone wird dann halt erst die Treib reingeschoben und gezündet halt über Redstone-Blöcke, an die es gegengeschoben wird. Und dann die Projektile, die fallen dann runter. Dann wartet das ein bisschen, dann wird es abgeschossen. Aber die Sache ist, das hier ist eine SFA, also eine Schnellfeuerautomatik. Die feuert schneller als 40 Tick. Also schneller halt als normal. Ja klar, als das heißt, du musst quasi schon zünden, während gefeuert wird bei einer anderen Sache. Ja, richtig. Und dann musst du es hier, wenn du hier vorne siehst, die Klappen, die trennen das. Ah, okay. Ich achte mal gleich drauf, wenn du die anmacht, dann sehen wir das vielleicht. Die zum Beispiel auf 6 Tick und gegenüber, ist vielleicht manchmal schon aufgefallen, der Testblock steht da unten ein bisschen weiter raus. Nämlich haben wir hier ein sogenanntes Massivschild simuliert. Das fährt sich einfach 12 Blöcke nach vorne aus, ziemlich massiv halt. Mhm. Also ein paar kleine Hohlräume, aber an sich komplett massiv. Und dadurch kommt ihr auch durch und macht trotzdem noch Schaden bis hinten durch. Dann let's go. Hab ich replaced, ja. Und da kam auch diese kleine Umreimheit, wo du in deinem Video gesagt hast, Spa noch nicht eingerichtet, da stand eigentlich SFA, deswegen. Ja. Leute, genau, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich hab's gerade gesehen. Also man hat's gerade richtig gesehen, wie das hier aufgeteilt worden ist und holy, macht die auch Schaden. Ja, die schießt alle 6 Redstone-Tick. Das ist schon schwer zu bauen. Warum waren das Spinnenweben unter den Kolben? Hatte das eine Bewandtnis? Ich weiß die Spinnenweben sind halt einfach, die werden von Pistons zerdrückt. Und wenn man Panzer hat, ist es halt besser, wenn man Blöcke hat, wo wirklich nichts hin soll, dass da auch was ist, was halt effektiv nichts beeinflusst, aber was man nicht kaputt panzern kann. Okay, verstanden. Okay. Mhm. Weil, wenn wir die Kanone jetzt mit Endstones wie gemacht hätten und dann da ein Luftblock gewesen wäre, hätte es ja sein können, dass da irgendwer was hinsetzt versehentlich und dann wäre das ganze Ding kaputt gewesen. Okay, I see. Ja. Verstanden. Ja, cool. Ja. Mega. Dann weiter geht's, oder? Ja, das waren jetzt schon die Kanonen-Basics. Jetzt zeigen wir aber auch nochmal kurz, wie das so im ganzen Borgia aussehen könnte. Gerne. Stimmt, die haben noch eine Mörser. Die ist zwar nicht mehr so wichtig, aber die zeigen wir dann auch noch kurz. Mörser? Okay, wo, was, wie? Ja. Da oben, das ist... Es sticht halt auch zuerst. Da gesehen. Testblock. Wow. Halt.
Und dann hat man zwei Hebel und wenn man die umlegt, wird da ein sehr langes Delay rankommen. Und dadurch kann sich das dann mit mehreren Schüssen nach unten runtergraben. Ah, okay. Mörsermodus aktivieren, sieht man gerade hier, ja. Sind die Hebel umgelegt. Und jetzt wird geschossen. Läuft. Ja, Alter, man sieht auch ziemlich deutlich später. Normalerweise wäre es ein... Ja, und jetzt macht es hier einen Sprengkopf und gräbt sich ein wenig runter. Also mit den nächsten Schüssen wird sich natürlich noch deutlich weiter runtergraben. Ich sehe schon. Ja, klar. Das dann, ja, okay, verstehe. Mhm. Okay, nice. Ach ja, und noch so nebenbei. Normalerweise läuft die Kanone übrigens auf 2 Redstone-Ticks, beziehungsweise 2,5 Redstone-Ticks, je nachdem, in welcher Zündphase man guckt. Mhm. Ja, und das waren jetzt ungefähr 5 Repeater-Delay. Und damit kann man sich dann schon gut runtergraben. Alter, beeindruckend. Das muss man euch echt lassen. Okay, dann krasse Sache. Dann zeigen wir das jetzt aber auch wirklich mal, wie es in Warrior aussieht. Unbedingt. Ja, so. Ihr teleportiert mich? Ja. Machen wir? So, hier. Also, das ist unser PV4, also unser Public War Gear Version 4. Ja, in einer anderen Arena. In einer richtig geilen Arena. Ja, ich merk's gerade, die ist schon, wir sind hier im Void, ne? Kann das sein? Ja, das bisschen großflächiger Gras weggemacht drumherum. Ja. Ach, du also, große meine. Ja, hier ist diese Lupfstich, eine Lupf, also nicht die hier stand, aber eine Lupf, also der Mörser da stand, die Arti und noch eine weitere Kanone, die jetzt aber etwas zu weit führen würde, eingebaut. Ja. Aber und, das ist schon designtechnisch auch Next Level, ne? Ja, ich mach mal das Arti-Schild an. Das ist für Artilleriekanonen, wie wir vorhin gezeigt haben. Da können die dann abprallen und ja, dann schießen die ja nicht so schnell hinten durch und machen da alles kaputt. Oh, wie cool. Ah, das klappt dann. Oh mein, ich sehe schon. Was? Das wusste ich gar nicht. Also Single Use ist. Man kann sich hier einfahren. Aber das ist allein schon krass genug, dass das darin versteckt war. Ich hätte gar nicht gewusst, dass da ein Schild drin ist, weil ihr das hier eingerollt habt. Oder zumindest, ne, von unten sieht man das gar nicht, dass da so ein Schild ist. Jo. Aber ihr habt immer noch Slots hier gelassen, damit ihr mit euren Kanonen durchkommt, ne? Ja, klar. Korrekt. Wäre ja sonst irgendwie ein bisschen doof. Ja. Ja, vielleicht sind sie dafür da, dass man zum Beispiel ein Baufeld noch machen kann später. Ja. Ich gehe mal kurz rein. Gibt es hier auch einen Kontrollraum? Ja, wo sowas eine Art. Hier oben. So, ich tippe dich mal kurz her. Ja, mach mal. Hier, ja. Oha. Arti-Schild. Ah, verstehe. Das ist der Schild, den du gerade ausgefährt hast. Scheinwerfer an, aus. Warte mal, was passiert, wenn ich die ausmache? Das sind wahrscheinlich jetzt quasi hier nur die... Ah ja, die gehen aber schnell an und aus. Hui. Mach nochmal an, bitte. Ups. Noch an. So. Ja. Oh ja, wir gehen sehr schnell an. Ah, aber man hat, guck mal, bei dieser Brücke hat man auch so ein bisschen Blick nach vorne, ne? Das habe ich quasi, ja. Bei manchen Brücken ist das ja nicht so der Fall, oder? Ja klar, weil die Sache ist halt, bei dem, was wir so an Megawalks haben, da ist halt einfach unpraktikabel, dass man da wirklich 200 Blöcke ausguckt teilweise hat. Okay. Und ganz vorne will man vielleicht auch gar nicht sitzen. Ja. Nee. Die Brücke braucht gut Panzerung und hinter 200 Blöcken, da kann man eine Glaswand hinmachen und sieht trotzdem einfach nichts mehr. Das lohnt sich. Aber Leute, wisst ihr, was ich nochmal so übelst feiere? Einfach, dass diese High-Technik mit TNT, mit so Taktik auf so krasses Design trifft. Ne? Das ist schon... Ja, das so, sieht man nicht überall, aber in jeglichem Public War hier sieht man das. Ja, also halt... Ja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein Zuschauer bin, ne, und ich möchte einen Public War Gear Kampf mir auch angucken und genießen, ja, dann möchte ich natürlich auch ein schönes War Gear sehen. Ich meine, das... Möchten wir auch was fürs Auge haben, das genau, stimmt. Weil die Zuschauer freuen sich darüber doch auch, wenn man quasi, wenn es gut aussieht, ja, ne, und dann noch Peng macht. Also da bin ich Fan. Da ziehe ich mir dann hier WarTech, oder warte, ihr heißt WarTech, ne? Ja. Genau, da ziehe ich mir euren Merch an und komme dann zu einem Spiel und jubel euch zu. Mit Popcorn. Wenn der existiert. Mit Popcorn ja. Und bitte Plätze nicht auf der Nord-Süd-Achse. Ja. Okay, krass. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, hier durchzugehen. Lass uns mal kurz einfach so simulieren, was jetzt passieren würde jetzt in einem Kampf. Also angenommen, wir hätten jetzt einen Gegner da vorne. Wollen wir einfach einen Gegner da hinstellen? Können wir das? Ja. Aber absolut. Ja, okay. Ich paste den vielleicht, mit Glück paste ich den sogar richtig rum. Tatsache. Perfekt. Alles Klärchen. Dann. Das ist unser Public V3, das ist halt noch ein Stück älter. Ich fahre da auch mal die Arti-Schilder aus. Ach ja, hier, das hat auch eine sehr schöne Brücke. Kannst du ja vielleicht mal angucken. Ich will erst gucken, wie die Arti-Schilder ausfahren. Kannst du Joecraft machen mit ihm? So. Arti, ja, Schilder, okay, warte. Okay, oder schon zu spät? Ja, ich fahre die Arti-Schilder jetzt aus. Okay, dann gucken wir mal. Da sind sie. Da, aber nee, das sind etwas kleinere. Ja, da hinten kommt doch das Große. Oh.
Also das Doppelte. Ist ja, du sagst, das ist ein Public. Das heißt, ist das ein Ding, was man quasi, was viele Leute nutzen Ja. dürfen? Also wenn man kein eigenes Walk gebaut hat, also auch wenn man eigene Walks gebaut hat, die kann man einfach immer auswählen im Fight. Ah. Und die werden dann automatisch wahrscheinlich gesetzt, oder? Ja, also es ist halt so, man wählt die halt aus und die werden dann einfach gepastet. Der Server wird automatisch gestartet, die Arena wird automatisch hingestellt und so und dann, ja. Ja, Moment, warte, gab es nicht mal so eine Regel, dass man innerhalb eines Kommandoraums keine TNT, aber ne, man da kann die von hier aus nicht zünden, ne? Wahrscheinlich, Ja, oder nicht richtig. Also die geladen. Kanone ist ja streng genommen nicht drin. Das TNT fliegt hier zwar durch, aber es ist streng genommen nicht drin. Aber das ist aber Zahlen auch jetzt ein die sehr, Scheibe. also das Jo. ist ein sehr, sehr schickes Design. Ich muss echt sagen, auch das Schwarz-Rot mundet mir. Ja, die Also. von meinen, die sind immer wirklich designtechnisch wirklich hoch. Also die Brücken sehen auch wirklich unique aus. Sie sind keine Kästen, so wie bei mir, sondern sind wirklich sehr smooth. Das sieht wirklich schick aus. Aber das ist das Schöne an Wargaze. Jedes Wargaze ist irgendwie individuell. Jede Brücke sieht anders aus. InDesign, Infrastruktur sieht alles anders aus. Und das ist wirklich das Schöne. Ich kann Einfach mal mich durch nicht andere entscheiden, Charaktere welches ich schöner Wargaze. finde, Leute. Ehrlich, ich finde irgendwie beide gerade richtig geil. Boah, okay. Hilmersteller, ja. Ich glaube, du Eine musst dir jetzt Frage habe aber ich eins noch. aussuchen, in Eine welches Frage habe ich noch reingeht. kurz an Joe, wenn ich Ja? fragen darf. Erinnerst du dich noch von ganz damals? Da gab es dieses allererste Wargaze, was du vorgestellt hast, von Jesse. Das komische bunte Ding. Der hat an den Seiten ganz viele Schalker-Boxen. Das kann man vielleicht auch nochmal aufklären. Das ist auch sowas wie ein Artischild, nur für die Seite, für die Sidestep-Schilder. Wenn ich jetzt richtig bin, meine ich, oder? Das waren Die. deswegen diese ganzen Schalker-Boxen. Da konnte man so eine Art Flügel nochmal vorne ausfahren. Also, es gibt manche Wargaze, die transformieren sich so komisch. Die sind klein, auf einmal drückt man ein Knöpfchen, auf einmal sind die viel größer und ausgebauter. Das fand ich auch noch erwähnt. Das fand ich Transformers in ganz cool. Minecraft hier quasi. Ich verstehe. Notausgang? Guck mal, wie witzig, dass so viele Wargis Notausgang oder sowas haben in diese Richtung. Also es Mann. geht bei, also meiner Meinung nach geht es bei Public Wargaze halt hauptsächlich darum, wirklich Spaß zu haben und da kann man auch mal so ein paar unnötige Funktionen reinbauen. Also ich finde, dass das. Ah, guck mal, auch das alleine ist eine witzige Funktion. Das, guck mal, das ist zum Beispiel auch Detailliebe, ne? Hier, dass die Schotten quasi hier, dass man auch als Spieler hier durchrennen kann. Ja, geht Das ist. natürlich auch auf, wenn die Kanone feuert. Natürlich, das habe ich. Nehme ich mal an, wäre sonst unpraktisch, ne? Ja. Ja, ich kann mich für keins entscheiden. Wir lassen einfach mal beide gegeneinander was machen. Ich meine, können wir mal einen Wargear-Kampf simulieren? Könnt ihr beiden einfach mal. Also wir sind zu dritt, ihr seid drei, ne? Ja. Oder ihr simuliert das jetzt einfach mal. Wir gucken, also ich will mir einfach mal gucken, wie würde das jetzt so ein Kampf ablaufen? Also.